Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Über das Internet, über die Nachrichten, die Zeitungen bekommen wir andauernd mit, was in der großen, weiten Welt los ist, auch an schlimmen und furchtbaren Dingen. Doch haben wir dadurch vielleicht ein bisschen den Blick verloren, was vor unserer eigenen Tür passiert? Jesus erzählt eine Geschichte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Wer liegt vor unserer Tür? Wer ist in unserer Nähe? Wer braucht etwas von uns? Lassen wir manchmal die Leute hinten runterfallen, die vielleicht ganz nah bei uns dran sind? Vielleicht gar nicht beabsichtigt, vielleicht nur deswegen, weil wir unaufmerksam sind. Jesus lädt uns ein, wach zu sein für die Not der anderen, vor allem für die Not derer, die unsere Nächsten sind, ganz nah bei uns dran. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, du willst uns immer wieder wachrütteln für die Not der Menschen, nicht nur für die Not der fernen Nächsten, sondern auch für die Not derer, die ganz in unserer Nähe sind. Führe uns durch diese Nacht und hilf uns morgen wach zu sein für die Nöte derer, die nah bei uns sind, die in unserer Umgebung sind, denen wir morgen begegnen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.